Schönen guten Tag auch. Mann, ist das noch kalt hier Anfang April, ne? Egal, hier ist Folge 45. Viel Spaß. Ja, der sammelt jetzt hier seine Mütze auf, aber muss man dann sein Fahrrad mitten auf dem Radweg stehen lassen? Guten Tag, ich muss jetzt hier erstmal stehen und ausladen. Oh nein. Bravo, so parkt man natürlich richtig. Ja, und weshalb man mitten auf dem Gehweg, nee, Radweg laufen muss, obwohl rechts der Gehweg ist, ist mir auch ein Rätsel. Die Ampel wird grün, da muss ich jetzt ganz schnell rüber. Egal, ob dort jetzt gerade ein Radfahrer kommt. Ach, meine Fresse. Na, irgendwie haben wir es heute aber auch mit den Radwegparkern, gell? Ich meine, im Prinzip kannst du dich mit der Parkberechtigungsleuchte auch quer vor eine Ampel stellen. Ich meine, wo soll man sich denn sonst hinstellen? Hui, Seifenblasen, hui! Ich meine, wie cool ist das als Kind im Lastenfahrrad zu sitzen und dabei Seifenblasen zu blasen? Ja, das ist doch alles Bollabü hier! Man achte mal, dort vorne, dort werden schon zwei Radfahrende zu eng überholt und dann wird noch ohne Rücksicht auf Verluste auf den anderen Radfahrer draufgehalten. Nee, das ist hier kein Lichtschwert. Das ist eigentlich eine Linie, die 1,5 Meter darstellen soll, hier auf der Fahrbahn. Stellt euch das eigentlich so als Linie vor, ne? Ja! So nicht mehr alle! Jetzt könnte man natürlich meinen, der hat's doch bestimmt eilig, aber seht es selbst. Da steht er ganz gemütlich in der Einfahrt, aber die paar Sekunden, die konnte er nicht machen. Und damit fangen wir jetzt auch mit den ganzen Überholabständen an. Lehnt euch zurück und genießt. Ein Radfahrstreifen ist da, damit Radfahrende ganz sicher fahren können. Merkt euch das. Wasser läuft, Strom fährt. Aber Strom fährt ganz schön gefährlich. Hey! Mama! Und zum Schluss steht man wieder gemeinsam an der roten Ampel. Da hat's mal wieder gar nichts gebracht. Ey, ist rechts frei? Ja, rechts ist frei. Ah, links kommt auch noch ein Radfahrer, na dann kannst du ja losfahren. Aber wenigstens entschuldigt er sich. Da ist doch ein Radweg, fahr doch da drauf. So ähnlich sah zumindest seine Geste aus, aber sorry Leute, aber den Radweg, den nutze ich garantiert nicht. Es gibt ja auch Überholmanöver, die sind rechtlich total sicher. Aber da fragt man sich auch nur, war das jetzt unbedingt nötig? Musste das sein? Ach, die Stelle, die hatten wir doch gerade schon mal. Dann gucken wir doch mal, was jetzt so passiert. Aha, da steht ein Bus. Und wenn man das Hindernis auf seiner Seite hat, ach, komm mal.
Rechts vor links gilt halt auch, wenn du rechts in die Straße einbiegen möchtest, aber DHL hat natürlich Sonderrechte. So, auch nicht mehr ganz gesund, wa? Und irgendwie verhält sich das bei den Fußgängern genauso wie bei den Autofahrern. Wer das Hindernis auf seiner Seite hat, ach Leute. Ein Problem der Hochbordradwege, gerade wenn sie auch noch vor der Kreuzung verschwenkt sind, ist ja, dass Autofahrer dann nicht mehr richtig die Radfahrer sehen können. Ja, ich hätte auch an dieser Stelle auf meine Vorfahrt verzichten können. Aber man könnte auch einfach mit seinem Auto nicht schon direkt auf dem Radweg stehen. Ja, dann würden solche Situationen auch gar nicht erst entstehen. The Tardiness, das ist übrigens deine letzte Videospende, schick doch gerne mal wieder was ein. Aber The Tardiness, du musst doch verstehen, er muss jetzt ausgerechnet hier mit seinem Kind aussteigen, ja? Das muss man doch verstehen. 50 Euro und ein Punkt, ne? Du bist aber auch garstig. Ironie off. Überholabstand! Chef Koch nennt diesen Clip Unfall mit Lackschaden. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr den Unfall mitbekommen habt. Irgendwo hat man ja so einen Klack gehört, irgendwo da auf der Höhe des Busses. Überholzwang TV. Nein, das ist natürlich Konrad und Junge. Also die Situation hat es natürlich in sich. Wie schön auch noch die Bremslichter aufflackern. Um dann natürlich rechts abzubiegen. Wir kennen es nicht anders. Das soll's dann auch an der Stelle von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt dem Daumen doch ein Video. Ein Video? Oh Junge. Nee, ich meine natürlich, gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Ihr könnt dem Video auch einen Daumen nach unten geben, wenn es euch nicht gefallen hat. Ist mir dann egal. Und ansonsten sehen wir uns dann ganz bald wieder. Tschüss mit euch.